Das ist der vierte Digitaltag Graubünden und der erste von diesen Digitaltagen, der rein virtuell und digital stattfindet. In den nächsten rund 45 Minuten befassen wir uns mit dialogbasierten Systemen wie Suchmaschinen, Chatbots, aber auch Sprachassistenten wie Siri und Alexa. Dazu begrüße ich im Studio der Gorsin Kapol. Er ist Professor und Studienleiter in Computational and Data Science an der Fachhochschule Graubünden. Eure Fragen an ihn, die könnt ihr stellen über die YouTube-Chat-Funktion oder dann per Mail an digitaltag@viadukt.ch. Gorsin, herzlich willkommen. Gerade mal eine Frage vorweg. Werden dialogbasierte Systeme in Zukunft noch wichtiger werden, als sie heute schon sind? Kurze Antwort. Ich glaube, dialogbasierte Systeme werden immer wichtiger werden, weil sie immer mehr können, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, weil man immer mehr Möglichkeiten hat, auch technisch, um überhaupt solche Systeme zu bauen. Wenn wir von dialogbasierten Systemen reden, müssen wir ein bisschen unterscheiden. Auf der einen Seite unterscheiden wir von der Art der Benutzereingabe. Ist das eine gesprochene Benutzereingabe im Sinne von «Ich rede mit dem System sprachlich» oder ist es effektiv eine Texteingabe «Ich tippe etwas in ein Suchfeld ein». Auf der anderen Seite haben wir klassische Suchmaschinen. In einer Suchmaschine suche ich in der Regel mit Schlüsselwörtern. Ich gebe einzelne Suchbegriffe ein und erwarte dann eine Liste von Suchresultaten zurück. Wenn wir auf der anderen Seite beispielsweise komplette Sätze geben, dann reden wir eher von einem Question-Answering-System. Bei einem Question-Answering-System erwarten wir vielleicht auch eher, dass ein Fakt zurückkommt, anstelle von mehreren Suchresultaten. Beispielsweise, ja, wie ist das Wetter heute? Oder wie ist das Wetter morgen? Und dann wissen wir ja morgen so und so viel Grad Celsius, das Wetter ist gut oder eben auch schlecht. Dann können wir einen Schritt weitergehen, dann reden wir von virtuellen Assistenzsystemen. Dort gibt es dann auch die sogenannten dialogorientierten Assistenzsysteme und auf der anderen Seite die aufgabenorientierten Assistenzsysteme. Und ich möchte jetzt eigentlich noch nicht allzu viel vorwegnehmen im Video, weil das ist nämlich genau das, mit dem wir uns beschäftigen werden. Gut, eine sehr komplexe Sache, also dieses System. Und damit wir genau wissen, wie solche dialogbasierte Systeme auch schaffen und um was es jetzt wirklich geht, schauen wir uns einen Einspieler an. Sie nutzen heute schon täglich Produkte, welche eine Benutzereingabe in Form von gesprochener oder geschriebener Sprache versuchen zu verstehen. In einer Suchmaschine und Question-Answering-Systemen geben Sie Schlüsselwörter oder ganze Sätze in ein Suchfeld ein, mit dem Ziel, einen Informationsbedarf zu befriedigen. Dies kann unter anderem die Suche nach Produkten, Hotels, Bücher oder Fakten sein. Ergänzend zu den Suchmaschinen existieren dialogorientierte Systeme wie Chatbots oder virtuelle Assistenzsysteme. Eine wichtige Charakteristik solcher Systeme ist die gemischte Initiative in Form eines Dialogs. Bei den aufgabenorientierten virtuellen Assistenzsystemen wird der Nutzer beim Ausführen einer bestimmten Aufgabe unterstützt. Dies kann das Stellen des Weckers sein. Die Aufgabe von Chatbots sind natürlich sprachliche Fragen in einem Dialog zu beantworten. Achtung, nicht jede Frage kann beantwortet werden. Für eine Maschine sind solche Anfragen vorerst lediglich Daten in Form von Zeichen. Die Maschine weiß noch nichts über die semantische Bedeutung der Anfragen. Handelt es sich bei Spider-Man um den Superhelden, die Comicserie, den Film oder den französischen Freikletterer Alain Robert mit dem Spitznamen Spider-Man? Damit Anfragen an Suchmaschinen, Chatbots und virtuelle Assistenzsysteme von einer Maschine verstanden werden können, muss dieses Wissen vorhanden sein. Noch viel wichtiger, dieses muss maschinell interpretierbar sein. Eine Möglichkeit ist die Nutzung einer Wissensdatenbank. Dies ist eine spezielle Datenbank zur Speicherung und Abfrage von Wissen. Wenn diese ein logisches Schlussfolgern zulässt, spricht man von einem Wissensgraph. Wir unterscheiden zwischen Knoten und Kanten. Knoten, oder in diesem Kontext Entitäten, stellen Dinge dar wie Personen oder Orte. In diesem Beispiel entspricht dies Spider-Man, Stan Lee oder der Entität Superheld. Die Kanten repräsentieren die Beziehung zwischen den Knoten. So kann mit dem Wissensgraph durch die Maschine gefolgert werden, dass Spider-Man ein Superheld ist.
Beispiele von solchen frei verfügbaren Wissensdatenbanken sind DBpedia oder Wikidata. Diese Wissensdatenbanken setzen sich zusammen aus mehreren Millionen Entitäten und können mit einer formalen Sprache abgefragt werden. Eine schier unendlich große Anzahl an weiteren Quellen bietet die Linked Open Data Cloud. Damit die Anfrage von der Suchmaschine, dem Chatbot oder Assistenzsystem beantwortet werden kann, muss diese zuerst maschinell interpretiert und in eine formale Abfragesprache übersetzt werden. Dazu sind verschiedene Schritte notwendig. Die maschinelle Erkennung der Entitäten, Named Entity Recognition, Wortarten, Part of Speech Tagging und die Untersuchung der hierarchischen Struktur, Dependency Parsing, der formulierten Anfrage gehören dazu. So wissen wir unter anderem, dass sich das Verb erfunden auf die Entität Spider-Man bezieht. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist für den Computer noch unklar, was die semantische Bedeutung von Spider-Man ist. Handelt es sich um den französischen Freikletterer oder den Superhelden? Was bedeutet das Verb erfunden in Bezug auf die Entität Spider-Man? Ist dieses Wissen in der Wissensdatenbank modelliert? Die Entität Spider-Man wird in einem nächsten Schritt in der Wissensdatenbank gesucht und eindeutig identifiziert. Dieser Schritt nennt man Named Entity Disambiguation. Die identifizierte Entität kann im Browser angeschaut oder auch maschinell verarbeitbar abgefragt werden. Nun wird das Verb erfunden in der Wissensdatenbank gesucht und identifiziert. Dieser Schritt nennt sich Relation Linking. Auch die Relation kann im Browser angeschaut werden. Die Anfrage an die Suchmaschine, den Chatbot oder das virtuelle Assistenzsystem kann nun mit den Ergebnissen aus den einzelnen Teilschritten maschinell in eine formale Abfragesprache übersetzt werden. Hier ist es die graphenbasierte Abfragesprache SparkQL. Ausformuliert bedeutet die Abfrage: Selektiere, redundanzfrei, alle Erfinder der Entität Spider-Man. Die Erfinder von Spider-Man sind Stan Lee und Steve Ditko. Ein spannender Einblick haben wir gesehen in die System. Ich sage jetzt gleich dialogbasierte System, damit wir alle jemanden wissen, von was wir reden. Gorsin, wir haben gesehen, wo überall dialogbasierte Systeme zum Einsatz kommen. Wo wird DRIS hingehen, wenn wir ein bisschen in Zukunft schauen? Was ist noch denkbar? Wenn aus forschungsbasierter Sicht noch ganz viele Themen offen sind. Beispielsweise ist es nicht immer einfach herauszufinden, um was handelt es sich überhaupt bei einem Begriff. Wenn wir daran denken, wenn wir von einer Bank reden, dann kann es einerseits eine Bank sein, um darauf zu sitzen. Auf der anderen Seite kann aber auch ein Finanzinstitut sein. Und das ist für uns als Mensch relativ einfach, aus dem Kontext aus so etwas zu hören oder zu verstehen. Für eine Maschine ist es hochkomplex, so etwas festzustellen. Dann gibt es weitere Aspekte, die nicht ganz trivial sind. Beispielsweise, wenn ich sage, ich bin nicht mehr hungrig, dann gibt es einen Begriff dafür und der Begriff wäre satt. Wenn wir jetzt darüber reden, ich bin nicht mehr durstig, dann gibt es in unserer Sprache einfach keinen Begriff dafür. Und das heisst auch, das ist etwas, das sehr schwierig erfasst werden kann von so einem System. Dann haben wir weitere Punkte, wie beispielsweise Handlungswissen, wo in so einer Datenbank, Wissensdatenbank, wie wir jetzt gesehen haben, einfach nicht abgebildet werden kann. Ich kann zwar Velofahren, aber es gibt nicht wirklich eine Anleitung zum Velofahren. Ich kann auch meine Schnürsenkel binden, aber es gibt nicht wirklich eine Anleitung dafür. Das Wissen ist einfach so für den Computer nicht vorhanden. Und das sind Sachen, die man so nicht machen kann. Dann gibt es nochmal Aspekte, die auch sehr schwierig sind. Und zwar, wenn es zeitabhängiges Wissen darstellt. Also beispielsweise, wenn man eine Frage an so ein System stellt, gibt man den ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten zurück. Dann ist es für uns relativ einfach. Wir müssen einfach alle Präsidenten suchen und wir wählen den ersten von denen auswählen. Das ist für eine Maschine nicht ganz so einfach, weil es eben eine zeitliche Abhängigkeit gibt in dieser Art und Weise für Fragestellung. Also ihr seht, es ist nur ein kleiner Teil daraus raus. Wir könnten da noch wahrscheinlich den ganzen Morgen, Nachmittag darüber diskutieren, über das Thema. Also sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Und ich sehe, wir haben schon eine erste Frage von einem Schüler. Ich bin gespannt. Kommt Wikipedia von Wikidata oder umgekehrt? Umgekehrt ist die einfache Antwort. Das heisst, wir haben Wikipedia oder Wikipedia, wenn man es so kennt eigentlich. Und das DBpedia, das kommt ursprünglich von dem,
von dem Wikipedia. Und Wikidata ist nochmal eine Abspaltung von dem, wo man versucht hat, das, was in Wikidata drinsteht, oder das, was in Wikipedia drinsteht, formal dementsprechend zu beschreiben, so dass es auch durch eine Maschine interpretiert werden kann. Aber ja, grundsätzlich, es hängt zusammen. Und sehr, sehr viel Wissen, das man dort eben gesammelt hat und auch manuell erfasst hat durch Menschen, kann man so weiterverwenden. Und das sind extrem wertvolle Ressourcen, die man so hat. Und auch frei verfügbar sind natürlich. Wir haben vorher eben darüber geredet, was in Zukunft noch denkbar ist, wie Maschinen Menschen verstehen werden. Wo sind die Grenzen von so einem System? Was werden die Maschinen in Zukunft nie können? Ich glaube, die Grenzen die verschieben sich immer wieder. Das ist der Punkt. Man kann immer mehr, wo man in den 80er Jahren sehr viel über künstliche Intelligenz geredet hat, dort hat man noch relativ wenig können. Und heutzutage ist man mit der Technologie eigentlich schon sehr, sehr weit und kann sehr, sehr viele Sachen auch schon machen. Und ich glaube, gerade wenn wir über Grenzen reden, das merkt man tagtäglich. Man sitzt im Auto, man versucht mit dem Siri zu kommunizieren, es macht aber einfach nicht das, was es eben eigentlich soll. Und ich glaube, das zeigt sehr gut auf, dass es eben noch Grenzen gibt und dass die nicht einfach sind, auch so zu verschieben. Wenn man so ein System entwickelt, dann ist es heutzutage immer noch häufiger so, es ist sehr stark an eine Domäne gekoppelt. Das heisst, Faktenwissen abfragen von Wikipedia beispielsweise. Im medizinischen Bereich Diagnosen erstellen, zum Beispiel, also in den Anwendungsdomänen, so also auch gekoppelt. Und es gibt nicht ein System, das alles kann. Das ist schlichtweg noch nicht möglich heutzutage. Also das muss zuerst entwickelt werden? Das muss zuerst entwickelt werden. Und natürlich gibt es erste Versuche auch mit IBM Watson und so weiter. Ja. Wir haben eine nächste Schülerfrage. Können Maschinen Menschen ersetzen, irgendwann? Nein, auf keinen Fall. Maschinen können Menschen nicht ersetzen. Maschinen können aber gewisse Tätigkeiten an Menschen abnehmen, die wiederholend sind, die einer gewissen Struktur und Logik auch dementsprechend folgen. Wir haben am Morgen ja gesehen bei Alexandra Weisgerber, was passiert, wenn wir im Netz unterwegs sind, wo wir überall Datenspuren hinterlassen. Jetzt bei diesen Systemen, diesen dialogbasierten Systemen, sage ich jetzt, wie sieht es denn da beim Datenschutz aus? Also wenn ich jetzt eine Frage, Wikipedia-Frage stelle oder bei Google etwas suche, wie ist das bei diesen Systemen? Wir haben natürlich genau die gleiche Ausgangslage. Irgendwo stellt ein Mensch eine Anfrage an ein System stellen und mit dieser Anfrage hinterlässt er irgendwo auch Daten und dementsprechend Spuren. Und die Daten werden gespeichert und vielfach eben auch weiterverarbeitet. Und warum macht man das? Ich meine, die Produkte sind häufig gratis oder kostenlos. Was heisst gratis? Man bezahlt sie mit seinen eigenen Daten so und dann nutzt man sie auch. Und der Mehrwert, den man dafür zurückkriegt, ist das, was man eigentlich was man investiert. So auch. Also ist ganz ein wichtiges Thema. Ich glaube darum, auf der einen Seite als Hersteller von so einem System oder auch wenn wir Studenten ausbilden, die solche Systeme entwickeln können, ist es wichtig, dass die Verantwortung übernehmen können und dementsprechend auch mit diesen Daten so umgehen, wie man es eben machen soll. Und es geht nicht einmal nur um das Datenschutzgesetz, weil das ist einfach nur ein Aspekt davon, sondern es geht eben auch um ethische und moralische Bedenken, die man haben kann. Auf der anderen Seite haben wir aber auch den Benutzer. Und ich glaube, es ist immer wichtiger, dass der Benutzer eine Informationskompetenz hat. Was heisst das? Dass man nicht wahllos oder ziellos Daten einfach in so ein System eingibt, sondern dass man sich fragt, okay, welche Daten gebe ich von mir preis? Für was mache ich das? Und ist es vielleicht auch für mich noch in Ordnung, wenn die 10 Jahre später immer noch im Netz verfügbar sind? Und ich glaube, das ist das Bewusstsein, das wir heute nicht nur an den Schulen, gesamtgesellschaftlich eigentlich fördern müssen. Aber heisst das konkret, dass ich mir bei einer Anfrage, die ich jetzt mache, aus dem Beispiel Spider-Man, muss ich mir vorher überlegen, was ich da eingebe, was ich frage, damit ich eben vielleicht ein bisschen auf der sicheren Seite bei den Daten. Ja, das ist so. Das ist der Preis, den man zahlt für dementsprechend die Nutzung dieser Produkte. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Wenn wir nur unser iPhone vornehmen oder sonst irgendein Smartphone, können wir unserem Smartphone lernen, wer sind unsere Eltern. Und das Smartphone weiss dann noch, ja, wenn ich meine Eltern möchte anrufen, dann ist das die und die Person. Und das sind eben so Sachen, die man mit Daten machen kann. Und das sind persönliche Daten, die man so preisgibt. Und das ist einmal eine Geschichte, die kann man relativ einfach auch so herausfinden, ohne dass man eine grosse Suchmaschine ist. Auf der anderen Seite aber, wenn ich beispielsweise irgendwelche Symptome von einer Krankheit in eine Suchmaschine eingebe, dann kann der Anbieter von dem Suchsystem sehr, sehr viel auch schliessen über mein Leben oder
meinen Zustand aktuell, den ich gerade habe. Wir haben noch weitere Schülerfragen bekommen. Eine ist, warum hat man überhaupt Siri erfunden? Sind meine Daten dort geschützt oder kann da irgendjemand mithören? Die kann ich nur teilweise beantworten. Siri kommt ja von Apple dementsprechend. Es gibt auch ein Pendant mit Alexa oder Cortana von Microsoft und Amazon. Und ja, die Daten werden dort gespeichert. Es ist in den meisten Fällen von diesen Systemen so, dass die Daten also ins Internet an einen Server übermittelt werden, dort mit sehr viel Rechenleistung auch bearbeitet werden und dementsprechend auch weiter genutzt werden. Natürlich, man hofft es zumindest in anonymisierter Form, aber ja, das ist tatsächlich so. Also das heisst konkret, wenn ich eine Frage der Siri oder wenn ich der Siri sage, Siri läuft jetzt um Corsin Capola oder so, dann kommt Apple das zumindest mit über. Das ist so, richtig. Wir haben noch eine weitere Schülerfrage. Mit welchen neuen technischen Trends können wir in naher Zukunft rechnen? Woran wird heute schon geschafft? Ich glaube, wir müssen das Themenfeld hier wieder ein bisschen einschränken auf die Suchsysteme oder dialogbasierte Systeme. Sonst hätten wir es extrem offen. Ich glaube, dass das System immer mehr zum Einsatz kommt, dass es immer neue und andere Anwendungsfelder gibt, eben auch nicht nur schweizweit, sondern vielleicht national oder international auch. Dass das System lernt, auch mehrere Sprachen zu sprechen. Und da rede ich vor allem auch von Dialekt, weil so wie wir zwei reden, würde man vielleicht auch gerne mit seinem virtuellen Assistent reden. Und ich glaube, da gibt es Anwendungsfelder, gerade wenn wir bei uns schauen, Banken, Versicherungen, irgendwelche Verkaufs- und Beratungsdienstleistungen, E-Commerce. Wer geht heute noch in einen Laden posten, gerade in Pandemiezeiten? Es braucht aber trotzdem für viele Sachen eben so eine Verkaufsunterstützung im Sinne von einer Beratung auch. Dann haben wir natürlich auch in anderen Bereichen, wo wir sehen, dass es immer wichtiger wird. Im Auto nutzen wir derartige Systeme. In der Industrie und in der Wirtschaft natürlich überall dort, wo wir nicht etwas in ein System eintippen können. Dort können wir vielleicht mit einem System reden und das System kann uns unterstützen. Vielleicht sogar gewisse Antworten an einer Brille einblenden zum Beispiel. Es gibt zuhauf derartige Anwendungsfälle. Aber, und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, die Systeme werden nur genutzt, wenn sie sehr, sehr gut und sehr präzise und genau arbeiten. Weil sobald man sich ärgert, dass eben etwas nicht funktioniert, gerade in kritischen und wichtigen Situationen, wie beispielsweise im Autofahren oder vielleicht an einer Operation, in einem Operationssaal, dort dürfen keine Fehler passieren. Und ich glaube, dort haben wir einen grossen Schritt auf der Seite der Forschung. Ja, also dort glaubst du, ist die Technik noch nicht ganz so weit, oder? Also ich glaube, dort, wo Menschenleben davon abhängen, dort ist die Technik noch nicht so weit. Gerade aber, wenn wir in die Medizin schauen, es gibt schon sehr, sehr gute Systeme, die beispielsweise zur Diagnosestellung so verwendet werden, dass sehr, sehr gut funktioniert. Wenn du Medizin gerade erwähnst, ich habe letzte Woche tatsächlich gelesen, dass am MIT in Boston eine App entwickelt wird oder geworden ist, wo anhand von einem Geräusch, wo man beim Husten macht, dass sie Covid-19 diagnostizieren können. Gesundheitsdaten mittels KI, dialogbasiertes System, das ist etwas, wo durchaus relativ schnell in dem Fall kommen kann. Ich glaube nicht nur, dass es sehr schnell kommen kann. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon ein System, die bereits schon im Einsatz sind. Wir denken an unsere Smartwatch, wo jeder mit sich herumtreibt, ich übrigens auch, habe auch so eine Uhr, wo wir permanent Gesundheitsdaten aufzeichnen. Und ich sage jetzt bewusst nicht Fitnessdaten, sondern eben Gesundheitsdaten, weil es sind Sachen wie Puls, Schritt, das ganze Bewegungsmuster, das wir haben. Es sind aber auch andere Sachen, die durchaus schon aufgezeichnet werden mit so Uhren. Das heisst, ja, das haben wir. Und die Frage ist nachher, wird dort der Mensch mit so einem System interagieren? Gibt es dort vielleicht auch eine Dialogkomponente? Und dann sind wir eigentlich schon wieder bei so Suchmaschinen, Suchsystemen oder eben auch dialogorientierten Systemen. Das, was du angesprochen hast vom MIT, ich glaube, das ist ganz eine grosse Geschichte, könnte man so sagen, die Früherkennung auch von Covid-19. Aus dem Grund eben, weil das jeder mit seinem persönlichen Gerät, wenn es dann funktioniert, eben auch so machen kann. Im Hintergrund nutzen sie dort eine Kombination von, ich glaube, drei neuronalen Netzen, die sie einsetzen, wo die Atmungsgeschwindigkeit, auch die Zustand, die Lautstärke und der emotionale Zustand so versucht herauszufinden. Und das in Kombination, oder zumindest wenn es eine Veränderung gibt in diesem Verhalten, so herausfinden, ob man Covid hat, ja oder nein. Und das ist erstaunlich mit einer sehr, sehr guten Treffergenauigkeit.
Wir haben noch wieder Schülerfragen bekommen. Eine ist ganz persönlich an dich: Welches System nützt du selber? Das ist eine gute Frage. Also ich habe mir schon ein bisschen geoutet mit meiner Sportuhr. Ich habe dort das Garmin Connect, das ich einsetze. Ja, ich nutze selber auch so ein System. Spannend ist das Wolfram Alpha beispielsweise, wenn man mal etwas für die Schule nachschauen muss, etwas gerne erklärt haben möchte. Auf der anderen Seite nutze ich manchmal auch Siri. Ich tue mich aber mindestens so oft auch über Siri ärgern, wenn man es so möchte. Und weil es ja auch ein Teil ist von Forschung, die ich betreibe, entwickle ich auch selber gerade so ein System aktuell. Okay, kann man da schon mehr dazu sagen? Man kann dazu sagen, mehr im Sinne von, der Ziel dieser Untersuchung, die man macht, ist feststellen, wie der Mensch mit so einem System interagiert. Und zwar genau das herauszufinden, wenn man mit Schlüsselwörtern eine Frage stellen und wenn sind es eben ganze Wörter oder Sätze, die man mit so einem System gerne möchte beantwortet haben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz spannend herauszufinden, wenn man wie mit so einem System interagiert, damit man eben nachher auch das System gezielt kann aufbauen und Benutzer die Antworten liefern. Und ein Teil davon ist auch der Aufbau von dem Question Answering oder eben Information Retrieval System. Eine weitere Frage haben wir noch bekommen aus dem Publikum. Warum gibt es Sprachassistenten, die besser und andere, die schlechter sind? Das ist tatsächlich eine grosse und auch komplexe und schwierige Frage, was das anbelangt. Ein Punkt ist sicher die Datenbasis, die man hat. Wenn man eine grosse Datenbasis hat, mit eben derartigem strukturiertem Wissen auch, haben wir sicher mal eine gute Grundlage, um so ein System zu bauen. Auf der anderen Seite sind es häufig Systeme, die sehr stark gekoppelt sind an Anwendungsdomänen. Die sind sehr gut innerhalb der Anwendungsdomäne, um eben Fragen auch zu beantworten. Außerhalb derer sind sie in der Regel nicht so gut. Und da gibt es noch weitere Aspekte. Ja klar, es hat nicht jeder gleich viele Ressourcen, oder? Wenn er versucht, eine kleine Bank vielleicht oder eine kleine Versicherung zu konkurrenzieren mit Amazon oder Google, dann sind einfach ganz andere Geldmaschinerien im Hintergrund, die überhaupt so etwas ermöglichen können. Heißt das aber im Endeffekt, dass eigentlich nur noch die grossen Tech-Unternehmen fähig sein werden, so Systeme, die dann wirklich auch anwendungsfreundlich sind, zu entwickeln? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, das ist auch spannend und das ist die Richtung, wo es eben geht. Big Data, Data Science oder eben auch die Entwicklung von Systemen, das wird immer mehr auch für kleinere und mittlere Unternehmen in unserem Raum möglich sein. Und auf der einen Seite ist das sicher, weil wir Fachkräfte haben. Wir könnten ganz kurz vielleicht auch das Studium bei uns ansprechen, der Bachelor of Science in Computational and Data Science. Und das sind genau die Menschen, die so viel Technologie können in ein Unternehmen hineinbringen. Auf der anderen Seite, ja, die grossen Unternehmen, die haben sehr viel Technologie, die haben sehr viel Wissen. Und das ist nicht wissenschaftliches Wissen, das einfach frei verfügbar ist, sondern manchmal ist es auch einfach Wissen, das in diesen Unternehmen drin ist und in diesen Unternehmen auch drin bleibt, auf jeden Fall. Wir haben noch eine Frage bekommen, aber ich will zuerst noch eine Frage zu dem Studiengang stellen. Das ist ein neuer Studiengang, wo die FH Graubünden wird anbieten. Was lernt man dort, wenn man dort den Bachelor macht? Also es ist ein Studiengang, ein Bachelor of Science in Computational und Data Science. Und es hat zwei Aspekte drin. Auf der einen Seite Data Science, das könnte ein Teil eben sein, die Entwicklung von so einem System, wie wir heute darüber geredet haben, damit eben Maschinen Menschen verstehen. Auf der anderen Seite ist der Bereich Computational Science und dort geht es vor allem um Simulationen. Können wir uns vorstellen, wenn man heute in der Industrie oder in der Wirtschaft auch ein neues Produkt entwickelt, dann baut man in der Regel einen Prototyp. Prototyp beispielsweise für ein Teil in einem Auto. Das ist sehr aufwendig, kostenintensiv, teuer auch. Und wenn man so einen Prototyp baut, kann man einmal brauchen, vielleicht auch mehrfach brauchen, kann gewisse Sachen messen und herausfinden, ist es das, was nachher ins Produkt hineinfließt. Mit Simulationen, die man am Computer durchführt, kann man das sehr viel schneller machen, sehr viel effizienter machen und hat die Möglichkeit, gewisse Sachen eben auch zu messen, weil es vielleicht kleine Messgrößen sind, die man sonst eben gar nicht könnte auf dem echten Feld. Und das ist die Kombination, die den Studiengang einzigartig macht, die wir jetzt an der Fachschule Graubünden bewerbend und ab dem Herbst 2021 so auch anbietend. Gut. Gehen wir zu einer weiteren Zuschauerfrage. Wie tiefgründige Gespräche können in Zukunft mit sprachbasierten Systemen geführt werden? Es gibt ja da den Turing-Test von Alan Turing. Und der besagt, wenn man so ein System testet,
müssen wir so testen, dass auf der einen Seite ein Mensch eine Antwort gibt in so einem dialogbasierten System, auf der anderen Seite eben das System selber, das das macht. Und wenn man nicht mehr unterscheiden kann, welches von diesen Systemen der Mensch ist und welches die Maschine ist im Hintergrund, dann hat quasi, ist der alle Turing-Testen so bestanden gekommen, könnte man sagen. Ich glaube, eine Maschine hat kein Gefühl. Das kann man so nicht ersetzen. Das ist unmöglich. Allerdings, wenn man genug Daten hat, kann man schon so Gespräche analysieren und herausfinden, wie funktioniert so ein Gespräch grundsätzlich. Und warum auch nicht so einen Sprachassistent oder dementsprechend so einen Dialog aufzubauen, so eine Dialogkomponente, die genau das kann. Also ich glaube, das ist ein Forschungsfeld, das so schon beschritten worden ist. Ich habe es allerdings selber noch nie ausprobiert, muss ich ehrlich sagen. Jetzt die nächste Frage aus dem Publikum, die geht ein bisschen in die Richtung, aber macht das Feld noch ein bisschen aus. Da heisst nämlich, erzähle uns ein bisschen etwas über Roboter. Und Roboter und sprachbasierte Systeme, das kennt man ja, das gibt es schon, aber auch noch sehr rudimentär. Also das ist dann etwas, wo die beiden Wissenschaften zusammenarbeiten. Siehst du das auch so? Ja, es gibt tatsächlich viele Überschneidungen. Robotik ist auch sehr ein vielfältiges Themengebiet. Wir haben heutzutage Roboter an Land, wir haben Roboter in der Luft, aber wir haben auch Roboter, die im Wasser sind, also im Sinne von schwimmenden Robotern, die wir so haben. Roboter, glaube ich, sind für mich zumindest dann interessant, wenn die Roboter eine gewisse Intelligenz kriegen. Intelligenz im Sinne von einer künstlichen Intelligenz. Das heisst, wenn sie eben durch maschinelles Lernen oder durch neuronale Netze oder was für Technologie auch im Hintergrund drin ist, dass sie gewisse Aufgaben können erfüllen, wo ein Mensch nachher helfen auch. Also ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Aspekt und auch die zwei Sachen zu verbinden, ist extrem wichtig in der Zukunft auch für die Industrie und Wirtschaft. Bleiben wir noch ein bisschen bei den sprachgesteuerten Systemen. Mir ist aufgefallen, das ist empirisch nicht hinterlegt, es gibt keine Studie dazu. Aber wenn ich so schaue, dann habe ich den Eindruck, dass zum Beispiel die Leute in den USA im Umgang jetzt mit einer Siri oder einer Alexa viel offener sind, viel selbstverständlicher schon mit Siri und Alexa kommunizieren als wir. Wird das bei uns auch mal so werden? Also wenn ich unterwegs bin und im Bus jetzt denke, soll ich jetzt Siri sagen, sie soll anrufen oder tue ich wirklich noch eintippen, dann entscheide ich mich in 99,9% der Fälle für das Eintippen und nicht für die Sprachsteuerung. Wie siehst du das? Ja, es gibt kulturelle Unterschiede. Das ist auch ein eigenes Forschungsgebiet, das sich mit dem beschäftigt. Beispielsweise könnte man dort das Modell vom Hofstede anschauen. Da gibt es ganz verschiedene kulturelle Aspekte, die auf jeden Fall auch mit einer Rolle spielen, wie ein solches System genutzt wird. Eben entweder durch Sprachgabe, durch geschriebenen Text, den man eingibt, mit ganzen Sätzen, mit Schlüsselwörtern usw. Es also gibt sehr, sehr grosse Unterschiede. Ich bin jetzt nicht der Experte für das, aber es gibt auch grossen Unterschied zwischen Amerika und natürlich der Schweiz, weil es ganz unterschiedliche Kulturdimensionen dementsprechend abhandelt. Das kann ich soweit eigentlich bestätigen. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt, den du angesprochen hast, wenn du natürlich irgendwo durch eine Menschenmenge laufst und mit dir selber redest, die anderen sehen ja unter Umständen gar nicht, dass du mit deinem Telefon redest, dann fühlt sich das komisch an. Also ich glaube, etwas, was für unsere Kultur aktuell noch nicht akzeptiert ist, dass man mit sich selber redet oder mit seinem Telefon. Und denkt, Röne hat einen Vogel, was ist da los? Das geht doch nicht. Oder? Das ist eigentlich der Punkt so. Also du siehst auch die kulturellen Aspekte, die dort auf jeden Fall auch mitspielen. Denn der andere Aspekt, der auch mitspielen könnte, ist natürlich der technische Hintergrund. Viele von diesen Systemen und auch von der Forschungsarbeit, die betrieben wird, die können sich aus dem amerikanischen Sprachraum oder werden mit amerikanischen oder englischen Datensätzen so gemacht. Und so ist auch der DVPedia oder Wikidata-Datensatz mit den englischen Daten, die man dort hat, wesentlich grösser als der Anteil, den die deutschsprachigen Daten haben. Und das spielt sicher auch eine grosse Rolle, dass halt mehr Forschung dort stattgefunden hat. Aber wäre es denkbar, dass wenn jetzt Siri zum Beispiel Schweizerdeutsch könnte, dass das auch ein Türöffner sein würde, dass das auch wir hier in der Schweiz so ein System häufiger würden nutzen? Ich meine, wenn wir schauen, wenn oder warum werden so Systeme genutzt,
Es gibt verschiedene Motivationen, um so etwas zu machen. Es ist ja in der Regel nicht einfach, wenn man Spass an das System hat. Das ist lässig, um das auszuprobieren. Aber am Schluss will man eine Aufgabe erledigen oder in Dialog führen oder irgendetwas suchen und dementsprechend so ein Ergebnis zu haben. Und ich glaube, was da wichtig ist, zum sagen, ich glaube nicht, dass man in einem Schulzimmer beispielsweise mit gesprochener Sprache so ein System bedienen will. Es hätten 20 oder 30 Schüler, die gleichzeitig in einem System reden. Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Wenn aber vielleicht, wenn man im Auto fahren ist, dort so ein System mit Sprache zu bedienen, wäre doch ein Mehrwert. Ja. Und ich glaube, das kommt erstens, wenn wir dort die Systeme genug gut sind, wenn die Qualität stimmt auch. Und auf der anderen Seite eben auch, wenn man die Anwendungsfälle hat, wo einem dort etwas erleichtert. Das Gleiche ist auch im E-Commerce-Bereich. Wenn ich eine Produktberatung habe, die genug gut ist, dann nütze ich so ein System sehr, sehr gut und sehr, sehr gerne auch. Heißt das also dann aber in Zukunft, ich tue nicht mehr mit dem Chatbot, sondern ich kann das auch sprachgesteuert machen, zum Beispiel? Also du kannst das sicher sprachgesteuert machen, aber ich glaube, es wird beides möglich sein. Und es ist auch beides, hat seine Berechtigung auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass das eine das andere ersetzen wird. Ist wahrscheinlich gleich auch von Art und Weise, ein gutes Buch vor dem Kamin zu lesen, wird nicht ersetzt durch ein E-Book. Das sind zwei verschiedene Paar Welten. Und ich glaube, es darf auch die Präsenz von beidem geben. Gut. Gosin, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen. Wir haben viel gelernt, also ich habe sicher viel gelernt über so Systeme und die werden unser Leben und den Umgang mit Informationen sicher auch in Zukunft noch entscheidend verändern. Bei uns geht es in ein paar Minuten weiter, dann begrüßen wir hier John Erni. Er wird uns sagen, was hinter der Plattform Discover Swiss steckt. Stay tuned.